Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir in Zukunft bald hoffentlich in einem PC-Spiel das römische Köln nachbauen können, nämlich im Pax Augusta. Vorneweg, wir reagieren hierbei auf Spielmaterial, was der Entwickler Roger Gassmann und Writing Bull gemeinsam aufgenommen haben. Darauf reagieren wir auf Writing Bulls Video. Ich hoffe, ich darf das und YouTube sperrt es nicht. Kurz zu meiner Verbindung bei der Sache. Ich bin ein großer Fan. Ich habe diesen Roger wirklich ziemlich, ziemlich gern. Ich habe ihn letzte Woche noch in Konstanz direkt an der Deutsch-Schweizer Grenze getroffen, haben uns stundenlang über Gott und die Welt unterhalten. Einfach ein toller Kerl. Der macht dieses Spiel alles nur in seiner Freizeit, als Hobbyprojekt neben seiner Arbeit, ohne eigentlich wirklich ein studierter, ausgebildeter Software-Designer zu sein. Ja, und das Spiel soll noch dieses Jahr rauskommen. Ich bin gespannt. Vor ein paar Wochen gab es noch eine erste Demo, die man spielen konnte, wo man Bugs reporten konnte und so weiter und einfach mal ein Gefühl für das Spiel bekommen konnte. Habe ich ja auch hier auf YouTube und Twitch hin und wieder gestreamt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen mal direkt rein. Da müssten wir aber mal schauen, dass wir die Fensteraufnahme hinkriegen. So. Und da sind wir auch und ich sehe gerade, ich sitze den Roger ein bisschen im Weg. Das korrigiere ich mal kurz. So, jetzt sitze ich als der Dritte hier im Bunde. Ich schaue mal gerade, ob es auch gut aussieht. Ich würde sagen, wir starten mal rein und gucken, ob ich meinen Senf dazu geben kann und was nicht. Ich habe es, wie gesagt, ja auch schon ein bisschen gespielt und ein bisschen Ahnung von der Antike habe ich ja auch. Hallo, das ist tatsächlich Pax Augusta, der kommende Citybuilder im römischen Imperium. Und dahinter steht der Schweizer Entwickler Roger Gassmann. Hallo Roger, liebe Grüße. Hallo Daniel. Liebe Leute, extra für euch die aktuelle Arbeitsversion aus dem Schreibtisch, vom Schreibtisch von Roger. Dürft ihr nur gucken, im Augenblick im August 2024 gibt es nur hier zu sehen, extra für euch, Achtung, Early Version. Alles, was ihr hier seht, da können Fehler passieren, irgendwelche Pannen. Das Spiel soll erscheinen Ende diesen Jahres im Full Release. Nur kurz zu Writing Bull, den Kerl habe ich auch echt lieb. Er wohnt, wenn ich mich nicht irre, sogar in Köln. Und er hat auch ein paar Mal, wenn ich im Stream mal bei ihm interagiert habe auf Twitch, hat er auch ein schönes Shoutout an mich und meinen Podcast und mein Content gegeben. Für den Windows-PC-Konsole nicht. Kann sein, dass eventuell noch andere, für den PC noch eine andere Version hinzukommen. Ist im Augenblick noch nicht entschieden. Links auf dieses Spiel, Steam-Seite und so weiter. Hier drunter eine Textbeschreibung auf YouTube. Ihr wisst, das ist ein React, das unterbreche ich hin und wieder. Ich finde es schön, dass selbst ein Profi wie Daniel, das ist von Writing Bull, dass der hier auch seine Greenscreen-Effekt-Fehler hat, so wie ich es auch oft. Auch seine Finger gerade. Sehr schön. Ah, jetzt weiter ab ins Spiel. Dieses Spiel, Steam-Seite und so weiter. Hier drunter eine Textbeschreibung auf YouTube. Und in diesem, wir schlüpfen in die Rolle Roger. Das ist nicht das Tutorial, das ihr schon oft gesehen habt oder das ihr in Demos gespielt habt. Das ist wirklich die richtige Version. Wir sind hier unterwegs in einer Provinz des römischen Imperiums, schlüpfen in die Rolle eines Gouverneurs und wir legen einfach mal los, Roger. Das Erste, was wir machen müssen, wir müssen den Startort unserer Siedlung bestimmen, ne? Genau, den sollten wir ein bisschen rechts in der Mitte der Karte machen. Mhm. Hier irgendwo schlägst du uns vor, ne? Ein bisschen mehr oben. Hier vorne? Ja, ja genau. Oder hier in die Mitte? Ja, das wäre perfekt hier, genau. Wunderbar. Das hier ist betreute Spielen. Im fertigen Spiel gibt es natürlich auch ein Tutorial, das kann man extra spielen. Vorher, da wird einem alles haarklein erzählt. Wir haben aber ein was viel Besseres. Wir haben einen lebenden Tutorialisten, das ist nämlich Roger. Jetzt setzen wir als Erstes, also das ist quasi der Marker auf der rechten Seite, ist ein Barbaren. Wer weiß, was der Cardo Maximus und der Decumanus Maximus in Köln noch heute ist. Die beiden Straßen gibt es nämlich bis heute noch. Wer weiß das? Hörerinnen und Hörer meines Podcasts werden es wissen. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wo befindet sich in Köln noch der Decumanus Maximus und der Cardo Maximus? Und wo kreuzen sie sich vielleicht auch? Camp oder eine Barbarensiedlung. Für uns Römer ist der Rest der Welt barbarisch. Und als Nächstes setzen wir was, Roger? Den heiligen Altar, also das Stadtzentrum. Das bauen wir in der Nähe des Kreuzes, aber nicht auf dem Kreuz. Sagen wir mal hier vorne rein. Okay? Genau.
Dann steht es. Es ist auch ganz gut, wenn es in der Nähe die gelben Punkte... Ich pausiere nochmal. Das finde ich einen tollen Fakt, dass man im Spiel, wenn man eine römische Kolonie gründen will oder ein Oppidum, also eine Siedlung, dass man zuerst einmal einen Altar platzieren muss. Das war auch in Köln der Fall, im römischen Köln. Der Altar war so wohl in der Frühphase bestimmend für die Identifikation der Stadt und der noch jungen Einwohnerschaft, dass der Köln nicht nur Oppidum Ubiorum hieß in historischen Quellen, also Siedlung der Ubier, sondern auch Ara Ubiorum, also Altar der Ubier, dass dort eine Opferstätte war. Es war so bedeutend oder so wichtig, dass man das in den Namen mit aufgenommen hat. Auch später natürlich, als dann die Stadt zu einer Kolonie erhoben wird, wird dieser Altar erwähnt. Wo dieser Altar in Köln stand, das weiß man bis heute immer nicht. Man kann es ungefähr sich denken. Archäologisch hat man ihn aber noch nicht finden können und vielleicht wird man ihn auch leider nie finden. Eine Stadt mit 2000 Jahren durchgehender urbaner Siedlungsgeschichte. Da geht leider auch mal ein bisschen was verloren, vor allem wenn im Spätmittelalter tiefe Keller in der Altstadt gegraben worden sind. Das ist quasi, Römer haben ja Planstädte, das ist der Ort, an dem die Leute es freuen, wenn sie auf Straßen darüber laufen, Roger. Genau, dann kriegt es einen Bonus. Coolere Gebäude und coolere Wege werden im Laufe der Zeit freigeschaltet. Wir nehmen mal einen Feldweg, ziehen ihn hier lang. Also wir spielen in der Rolle eines Gouverneurs. Wir werden uns allmählich, wenn wir immer coolere Orte haben, an denen wir Siedlungen platzieren können. Wir haben gleich Forderungen, wir müssen irgendwelche Ressourcen für andere Leute liefern. Wenn wir das schaffen, dann steigen wir an Ruhm auf und können immer coolere Siedlungen im Laufe der Zeit bauen. Wir setzen hier mal eine Straße hin und das nächste ist natürlich, die Leute, die hier hausen werden, Roger, brauchen auch Häuser. Genau, da bauen wir jetzt schöne Streifenhäuser entlang der Straße. Die kann man auch mit Trick 17 bauen. Mit R kann man die rotieren. Und hier gibt es verschiedene Gebäude. Und wenn wir außerdem noch die Shift-Taste gedrückt halten. Das ist eine so wunderbare Darstellung. Wahrscheinlich hat er sie von Xanten genommen, die Vorlagen. Oder mitunter. Das sind die Häuser im römischen Germanien. Nicht aus Marmor und Stein erbaut, sondern aus Fachwerk. Ja, wie man hier sehen kann. Da kann man auch so... Mal eins hier hin, sagen wir mal, oder eins hier dazwischen. Wenn wir die Shift-Taste gedrückt halten und die Maus rotieren lassen, gibt es verschiedene Arten von Gebäuden. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Schlanke. Nachher machen wir ein paar Gebäude, die auch in der Straße entstehen, die so Dienstleistungen oder Effekte haben. Und wenn wir die so ein bisschen schmaler ziehen, dann werden mehr Gebäude in deren Reichweite stehen. Sowas finde ich ganz cool. Wie viele empfiehlst du zum Start? Ein halbes Dutzend? Ja, aber ich würde jetzt nicht zu nahe am Altar bauen, da brauchen wir ein bisschen Platz dann. Ein weiteres hier hin. Hier passt dann noch ein drittes hin. Ja. Sieht ein bisschen aus wie, alle gleich irgendwie, aber ich behaupte, das ist trotzdem irgendwie sinnvoll. Weil wir dann diese Effekte haben hier, dass wir zentrale Gebäude schicker platzieren können. Einmal hier hin. Vielleicht auch so ein ganz kleines, so ein bisschen Abwechslung. Unbedingt, ja. Dann haben wir schön Platz für einen Brunnen nachher dazwischen. So vielleicht? Und einen Brunnen nachher dazwischen? Ja, genau. Die entstehen tatsächlich über Zeit. Man kann die Geschwindigkeit in verschiedenen Spielstufen, das mache ich gerade mit der Tastatur, geht über, auch über die Maus links oben reduzieren. Jetzt entstehen die Gebäude in verschiedenen Baustufen. Da muss kurz der Vollständigkeit halber sagen, Roger, du bist eigentlich jemand, der gar nicht aus der Spielebranche kommt, sondern jemand, der solche Spiele leidenschaftlich gerne privat gespielt hat und deshalb selber sein eigenes, den Citybuilder seiner Träume macht. Ja, genau, es ist ein Kindheitstraum und den erfülle ich mir jetzt so. Ich liebe römische oder antike Citybuilder. Als nächstes bauen wir ja vorne einen Brunnen. Das finde ich so toll, das ist seine Leidenschaft. Einfach nur diese antiken Citybuilder. Kein Historiker, kein Archäologe, was hier überhaupt nicht schlimm ist, um Gottes Willen. So. Und auch kein Spielentwickler hat einfach gesagt, ich will jetzt mal wieder sowas wie ein Cäsar oder ein Herrscher des Olymp, Poseidon, Zeus haben. Oder sowas. Das finde ich total cool. Ja. Einmal dazwischen. Hier unten mit einem einfachen Ziehbrunnen fangen wir an. Und der blaue Radius zeigt uns überall da, wo die Eingänge
der Wohngebäude in dem Radius sind, wird es klappen. Wir müssen gar nicht unbedingt direkt an die Straße bauen, aber ich sehe gerade keinen Grund, warum nicht. Das sollte alles klappen. Hier sieht man auch, dass alles klappen wird. Einmal hier vorne hin. Entsteht auch über Zeit. Ich beschleunige das Ganze einmal, damit ihr alle schön vorankommen könnt. Der Link auf die Steam-Shop-Seite hier drunter in der Textbeschreibung auf YouTube. Bei Interesse gerne Wishlisten. Dann bekommt ihr immer Infos zum Spiel und so weiter und so fort. Oder hin und wieder ploppen da vielleicht Einladungen für Playtests auf. Wer weiß, ob ihr da nicht mal an einem teilnehmen könnt. Bei Interesse. Warnhinweise sind hinter Roger, seht ihr gerade nicht, kann man in verschiedenen Stufen einstellen oder auch ignorieren. Nächstes Bedürfnis, das die Leute haben, sie hätten gerne eine gute Verwaltung, Roger, ne? Genau, also wenn wir einen Rechtsklick auf ein Haus machen, sehen wir, was fehlt. Mhm. Die Bedürfnisse der unteren Stufen, wir hätten gerne einen Markt in der Nähe, Brunnen, Nekropolen, sprich Friedhof. Der sollte möglichst weit weg sein. Die Leute wollen zwar einen Friedhof, aber wollen nicht daneben leben. Und das ist ja ein Faktor Entfernung zum Altar. In der Mitte, je dichter dran, desto besser. Und die haben so eine Einstellung, bitte nicht mehr als 7 Felder und Zufriedenheit und so andere Sachen stellen wir nachher über Zeit ein. Es ist Wahnsinn, wie verdammt komplex das Spiel einfach schon am Anfang ist. Aber man kommt damit klar. Weil wenn man es irgendwann, wenn man wie gesagt Veteran der älteren Spiele ist, dann klappt das eigentlich ziemlich gut. Sollen wir mit dem Friedhof anfangen? Das wäre eine gute Idee, dass wir den ein bisschen außerhalb platzieren. Wir machen eine Straße, die ganz weit weg ist. Vielleicht immer außerhalb der Stadt. Bei den Römern hier jedenfalls. Runter? Genau, ja. Ganz weit weg, bitte. Ziehen ihn einmal hier hin. Gehen dann in den Friedhof rein. Er war bei? Beim Tempelsymbol. Hier vorne, eine Religion. Da sind die Nekropolen. Hier vorne ist ein einfacher Scheiterhaufen. Damit fangen wir an. Und den bauen wir mal hier hin. Und der rote Kreis zeigt bitte an, bitte nicht bei uns um die Ecke, dass da jemand wohnt. Ansonsten gibt es Ärger. Das alleine reicht allerdings nicht aus. Jetzt kommt ein Spielprinzip, das ihr oft bei euren Gebäuden habt, Roger. Es gibt modular. Ihr? Es gibt kein Ihr bei Pax Augusta. Es gibt nur Roger. Zweiter. Genau, ich liebe das modulare Spielen, so Städte bauen, wie ich mag. Jetzt bauen wir da rund um diesen Scheiterhaufen, bauen wir so schöne Grabfelder. Die gibt es in verschiedenen Stufen. Spiel wird übrigens bei Release nicht nur auf Deutsch, Englisch und so weiter spielbar sein, sondern auch in Schweizerdeutsch. Genau. Auch auf Latein? Nee. Nein. Der Witz kommt ständig. Gibt es das Spiel auch auf Latein? Das ist doch nicht möglich, Leute. Wie soll das denn gehen? Also, es ist eine... es kann direkte Rede, würde es schwer sein. Dann viele Elemente des Gameplays könnten gar nicht auf Lateinisch beschrieben werden. Da müsste man sich ganz vieler Lehnwörter bedienen. Das geht nicht. Und sorry, wer würde es auf Latein spielen? Also, ich kenne vielleicht zwei Leute, die Latein sprechen können. Es ist eine Schriftsprache und das ist sie seit sehr, sehr vielen, wenn nicht gar über 1000 Jahren schon oder 1500 Jahren schon. Das ist eine Schriftsprache, das ist keine Alltagssprache mehr. Wir fragen mal kurz in den Chat, wie viele von euch unterhalten sich persönlich nur auf Latein und wie viele auf Schweizerdeutsch und wie viele auf Hochdeutsch? Aber jetzt im Ernst, Roger liest im Chat nachher mit, also die Kommentare. Falls ihr Fragen habt, Bemerkungen, Wünsche oder nur ein erstauntes A oder O, schreibt gerne in die Kommentare rein, ob euch das gefällt und ob ihr Wünsche habt oder so. Ernsthaft. Da fangen wir mit 4 Grabfeldern an. Nächster Schritt, wir wollen den Markt, glaube ich, erstmal setzen und ausbauen, ne? Genau, ja. Die Leute müssen ja auch irgendwo ihre Nahrungsmittel kaufen. Das bei Handel, da warst du vorher drauf, dieses Symbol. Ah, da wo es das Geld gibt, ne? Nee, nee. Eins nach unten, ja, genau. Eins und, ja, genau. Bei Handel, hier vorne. Das ist der Markt. Das ist die Verwaltung des Marktes. Ich bin auf zu hoher Spielgeschwindigkeit. Ich gehe mal auf 1 runter. Und wo der steht, ist egal. Der hat nicht so einen Radius. Ist es relevant, wie lang die Wege sind? Ich glaube nicht wirklich irgendwie, ne? Beim Markt nicht, bei den Produktionsketten später dann schon, ja. Okay, dann setze ich den mal hier in die Mitte hin. Dann können wir hier nämlich nachher rund um den Tempel alles aufziehen und vielleicht so coole Wohngebäude der obersten Stufen noch dichter am zentralen Tempel haben, um die Leute ein bisschen Bauch zu pinseln, dass sie die Umgebung vom Tempel so cool finden.
Straßenanschluss mit R kann man drehen. Für das Gebäude nicht notwendig. Ich setze einmal hier hin. Und jetzt brauchen wir auch hier, das entsteht über Zeit, noch ein paar Marktstände. Und die setzen wir dann nebenhin, ne? Ja, genau. Schön rundherum oder so. Mal kurz mit der Geschwindigkeit rauf. Und wieder runter. Und dafür gibt es auch modulares Bauen. Und da könnt ihr gleich sehen. Hoppla, das war Blitz und Donner. Nachher gibt es noch Schnee und Sturm. Ich hoffe, ihr habt bei euch keinen... Es spielt ja im römischen Germanien, da kann es durchaus mal schneien, ganz blitzartig. Es regnet bei euch nicht rein, wenn es bei uns gleich reinregnet. Hier daneben, einfach daneben ein paar gesetzt und da werden dann nachher auch wirklich Leute selber dann ihre Marktstände haben, ne? Genau. So mache ich alles richtig, einmal drehen, ja, dass man auch reinkommt. So auch okay? Perfekt. Wunderbar. Fangen wir mit Vieren an. Was empfiehlst du uns als nächstes? Wir bauen jetzt eine ganz coole Dekoration. Die hast du unten rechts schon. Mhm. Diesen runden, sieht ein bisschen aus wie ein Schrein. Das geht eins daneben? Rechts. Ja. Das ist ja genau. Vorne. Sehr schön. Ich teile meinen Bildschirm mit Roger. Deshalb beugt er sich vor und guckt genau hin. Das ist, wie gesagt, betreute Spielen hier. Das bauen wir auch an dem Markt dran, weil das ist ein Dekorationselement, das hat keinen Effekt aufs Spiel, aber sieht einfach schön aus. Okay, das machen wir. Grün bedeutet einfach nur, dass der Kontakt gegeben ist zum Markt, ne? Genau, ja. Mal gucken, wie rum es hübsch ist. So rum würde man sehen, dass was eingeladen wird oder Richtung Markt ziehen. Das ist eigentlich gut so. Markt oder Straße, egal, ne? Ja. Einmal so, noch eins oder ein anderes? Wir können es uns fast nicht leisten. Ich glaube, es ist okay. Dann machen wir nicht. Einmal hier rüber. Das hier ausbauen? Ja, unbedingt. Das heißt, wir gehen aufs Forum. Das ist der zweitunterste Button links. Ja, das ist die Verwaltung. Da ist das Forum. Jetzt müssen wir wiederum modular anbauen. Das Arte sein so schön. Selber. Und wir setzen Schreibstufen, Stuben, weil die Leute halten... Wir zeigen es nur mal im Bild. Ich mache nur mal einen Rechtsklick auf ein Gebäude. Und wir sehen jetzt, die Nekropolen sind da. Es gibt genügend leere Gräber. Wasser auch da. Markt und die Nähe ebenfalls. Straßenverbindung, Altar. Daran arbeiten wir jetzt an. Genau. Das heißt, hier dran geht es jetzt weiter. Forum und Schreibstuben bauen, ne? Genau. Mit dem Mittelstück fangen wir an. Bauen das hier vorne an. Jetzt wird uns auch angezeigt, mit einem Ticken Verzögerung. Achtung, das ist Early Version hier. Das ist nichts davon, wird final so im Spiel sein. Kann sein, dass er Fehler erlebt, dass irgendwie ein Detail noch nicht korrekt ist. Bis Berlin das läuft doch stabil. Dann ist bei frühen Versionen vollkommen selbstverständlich. So können wir machen, ne? So ist perfekt. Und dann links, rechts davon 1, 2, 3 Elemente, genau. Und so weiter. Dann drehen wir ein bisschen rüber, dass es auch okay aussieht. Jetzt aber drehen, ne? Nee, da würde ich jetzt keinen hinbauen. Hm? Ja, genau so. Das lassen wir mal so. Wir haben auch noch Endstücke. Ja. Wir können gleich hier ein Endstück zum Beispiel ziehen. Sollen wir das mal ausprobieren? Verballer nicht dein ganzes Geld, ne? Roger nickt. Alles klar. Es gibt auch einen Modus, kann ich euch auch mal zeigen, wo man ganz dicht sich alles anzugucken kann. Das ist der hier vorne. Darauf ist das Spiel nicht optimiert. Das heißt, er ist zum Screenshot machen oder das Spiel begucken und bestaunen. Aber nicht in dem... Ja, es ist wie bei Anno 1800, ne, wo dann auch man zu Fuß durchgehen kann. Spielen kann man da nicht, weil frisst Performance und dann gibt es irgendwann Problemchen. Einmal wieder raus. Ich lasse mal ein bisschen schneller die Zeit laufen. Hier sind wir drin. Und ja, sag mal einfach, was machen wir als nächstes, Roger? Als nächstes gehen wir mit unserem Ingenieur, das ist Vitruv, mit der Taste V, gehen wir mal zu den Einheimischen und besteuern die. Natürlich, wenn man so ein bisschen beliebt, per Rechtsklick ziehen wir den hier rüber. Da ploppen so grüne Bereiche auf, das ist einfach der Bereich, den er aufdeckt. Also wir haben jetzt keinen echten Fog of War, aber ich glaube, der ist zugleich auch Prospektor. Also jemand, der eventuell irgendwas entdeckt, was uns nützlich sein kann auf der Karte. Ne? Genau, wir können auch Fischgründe und so weiter entdecken. Jetzt kommt er hin. Und wir können auch Plätze entdecken. Hat erfolgreich den Kontakt mit den örtlichen Siedlern hergestellt. Können Steuern oder Nahrung fordern. Steuern fordern? Ich würde Nahrung jetzt. Weil Nahrung ist am Anfang wirklich Mangelware.
Okay. Und das wird er auch die ganze Zeit, werden jetzt Nahrung an uns abführen. Genau. Das ist für uns eine coole Geschichte. Im Prinzip läuft die Siedlung schon, aber man kann noch ein paar Sachen mehr machen. Was würdest du unseren Leuten gerne zeigen, Roger? Also als nächstes müssen wir unbedingt die Nahrungsproduktion sicherstellen, weil jetzt im Winter wird nichts produziert. Das heißt, genau, wir klicken dort auf Nahrung und bauen mal das erste Horeum, das ist ein Speicher. Mhm. Zentral oder egal wo? Aktuell ist es egal, aber wenn nachher Nahrung produziert wird, dann ist die Distanz ist schon relevant. Ich würde das mal ins Zentrum bauen. Relevant, die Distanz zu dem Markt in der Mitte? Nee, also wenn wir nachher ein Fischerhaus bauen, dann muss das Fischerhaus zu diesem Horeum die Nahrung liefern. Fischerhaus nachher, ja, wir wissen noch nicht, wo die Fischergründe sind. Genau. Ich weiß nicht, wie lang die Abstände sind. Hier vorne an das Kreuz? Ja, da wäre eigentlich gut. Rechts von diesem schmalen Haus. Ich ziehe mal kurz eine Straße rüber. Geh mal ein bisschen Geld aus. Ist ja nicht unseres, sondern das von den Barbaren, das wir gerade einziehen. Hier geht wer hin? Da unten war die Nahrung. Da vorne geht es hin, da kommt das kleine Horeon. Drehen wir hier vorne rüber. Falls ihr euch fragt, das Aussehen der Gebäude und so weiter, das ist tatsächlich hier nicht irgendwie, denkt sich Roger so aus, sondern du hast akribisch recherchiert, ne? Und was ich auch schade finde, wenn man oft hin und wieder Kommentare zum Spiel liest, auf YouTube oder sonst wo, sagen die immer so, ja, warum sieht denn das so ärmlich aus? Ja, so baute man in der Antike nördlich der Alpen. Wir haben alle diese idealisierte Asterix-Version, dass römische Städte komplett aus Marmor und Stein gebaut sind, mit gepflasterten Straßen. Dem ist nicht so. Also, so gern ich ja das römische Köln lieb habe, es war jetzt nicht so reich und wohlhabend wie jetzt ein Damaskus oder ein Alexandria oder ein Rom oder ja, Städte an der Mittelmeerküste. Ne? Also es war Köln nicht, es lag am Ende der Welt, um es mal so ohne ein Schimpfwort zu benutzen, auszudrücken. Und man hat sich den lokalen Rohstoffen bedient. Das ist Holz, Ton, Lehm, was auch immer. Ja, also das ist sehr viel Arbeit gewesen, damit da jeder Balken richtig ist und dass die Details richtig sind. Das ist für mich ganz wichtig. Mhm. Und jetzt würde ich mit Witruf, also diesem Scout oder Ingenieur, würde ich mal an die Küste gehen. Da können wir mal schauen, ob wir Fischgründe finden. Mhm. Direkt an die Küste ran. Wir hoffen sogar, dass wir eventuell direkt hier vorne in der Bucht was finden. Das hier ist so eine Testkarte, also wenn das Spiel normal startet, dann würde es starten auf einer großen Landkarte halt vom unteren Rhein und der Umgebung beidseits, da wo die Germanen leben und andere charmante Zeitgenossen, die womöglich unsere Vorfahren waren. Charmante Zeitgenossen. Entdeckt. Da kann man dann so bestimmte Standorte aussuchen und sich wählen hier. Das heißt, wir springen im Prinzip ein bisschen später ins Spiel rein. Hier haben wir etwas gefunden. Fisch gibt es hier und die Möglichkeit, einen Hafen zu finden. Okay. Da lassen wir ihn kurz stehen. Wir ziehen eine Straße rüber, ne? Ja, ich würde zuerst das Fischerhaus bauen und dann schauen wir, wie wir verbinden. Das ist bei Nahrung. Jetzt müssen wir ganz links das wahrscheinlich zuerst freischalten. Mhm. Über mehr Zufriedenheit und Anzahl der Leute passt. Zufriedenheit noch nicht. Wie immer richtig zufriedener. Also wir haben ja verschiedene Straßen und wir sehen jetzt, die haben 77% Zufriedenheit. Mhm. Und wir können die Zufriedenheit einfach steigern, wenn wir teurere Straßen vor das Haus bauen. Mhm. Und das heißt, wir reißen jetzt vor diesen Wohnhäusern den Kiesweg oder den einfachen Weg ab und bauen eine schöne Stadtstraße. Überbauen geht nicht, es muss abreißen sein. Ja, das ist ein Wunsch von vielen, dass man das überbauen kann. Jetzt gibt es ein kleines Problem, ich bin kein Programmierer und das ist für mich noch nicht lösbar. Ja, alles eine Frage der Zeit. Ah, komm. Ist entscheidend der Eingang, wo die Gebäude stehen? Ja, genau. Wenn du jetzt da eine schöne Straße baust, eine Stadtstraße, dann werden die absolut zufrieden sein. Habt Nachsicht mit Roger, mein Gott, das ist doch nur ein Detail. Genau. Test es. Wunderbar, ich gehe mal ein bisschen in der Geschwindigkeit rein. Damit die Straßen auch fertig gebaut sind. Rechtsklick drauf, Attraktivität super viel. Geschwindigkeit wieder runter, einmal wieder
raus, zurück zum Fischer und dem Hafen, die wir hier unten bauen werden. Spiel ist übrigens auch passierbar, wenn ihr möchtet. Also ich mache es jetzt nicht, aber geht. Kann man im Pausenmodus auch klicken und Befehle geben oder ich zeige mal kurz, wie das dann aussieht. Das sieht dann so aus. Dann gehen wir in die Produktion rein und errichten bei Nahrung ein Fischerhaus. Was ist ein guter Standort? Das ist eigentlich egal, einfach dort, genau so ist eigentlich gut. Steht über Zeit, Straße ziehen wir auch einmal rüber. Feldweg reicht, weil ich geizig bin und weil wir gerade Geld ausgegeben haben. Die Straßen, ich habe gerade nicht drauf geachtet, da muss man nur Ressourcen für ausgeben, sprich Geld oder richtige Ressourcen? Nee, nur Geld, aber die Güterstraße, die zum Beispiel, die würde den ganzen schnellen Transport ermöglichen, die ist aber extrem teuer. Ja. Das macht dann später Sinn, wenn du große Produktionsketten hast, dass da wirklich schnell transportiert wird. Mhm. Einmal kurz auf vierfache Geschwindigkeit. Oben gibt es gleich Ereignisse und so weiter. Verschiedene Schwierigkeitsgrade wird es, denke ich mal, zum Spielstart auch geben. Roger nickt sofort. Genau, es gibt einfach. Also mit den Produktionsketten konnte ich in der Demo leider auch noch nicht so ganz ausprobieren. Bin mal gespannt, wie das genau abläuft. Ihr merkt, ich schweige weitestgehend, weil ich es so interessant finde, dem zu folgen. Ich will es ja doch nicht unterbrechen. Ja, es ist ein React, also, aber man möchte ja auch nicht die ganze Zeit die beiden stören bei ihrer Sache. Mal zum Spielstart auch geben. Roger nickt sofort. Genau, es gibt einfach und schwierig. Ich habe gerüchteweise gehört, es gäbe im Late Game riesige Monumente, die man baut. Ja, die sind wunderbar. Absolut, ja. Ich zeige dir mal kurz eines. Du klickst du mal auf den auf das Tempelsymbol. Ja. Bei der Religion. Mhm. Ja, Tempel. Und den ganz rechts, den kannst du natürlich noch nicht bauen, aber dann siehst du so die Größe. Oh Gott, Schlager. Oh, ist das schön. Wahnsinn. Kostet das vermutlich unfassbar viel Geld und sieht cool aus. Genau, das gibt es so 1:1 in Augusta Raurica. Das ist das nicht kein Fantasiegebäude oder so. Sag mal, du hast doch einzelne dieser Gebäude, die du platzierst, glaube ich, da bist du auch selber vor Ort hingefahren und hast dir die Ruinen angeschaut oder das, was es davon noch gibt, ne? Recherche vor Ort und nicht nur in Büchern und im Netz. Ich war bei fast allen Gebäuden war ich irgendwie dabei. Das war für mich wichtig. Ja, das kann man auch seinen Social Media Kanälen sehen. Der Hafen steht und hier entstehen jetzt das Fischergebäude steht. Was kommt als nächstes? Jetzt können wir mal einen Rechtsklick auf das Fischergebäude machen und schauen mal. Die produzieren jetzt 15 Nahrung. Soweit gut das läuft, die können wir mal lassen. Genau. Mhm. Jetzt gehen wir mal in die Stadt rein und klicken mal auf den Altar, das Zentrum der Stadt, das Gebäude, das du als erstes gebaut hast. Sehr gerne, hier vorne. Ist alles gut so? Dann klicken wir mal an. Ach, wunderschön, jetzt haben sie weggezoomt, dass man in den Streifenhäusern, in den Hinterhöfen sieht, dass dort wirklich Vieh gehalten wird, dass dort Landwirtschaft betrieben wird, ne? So wie man es in Schrebergärten oder auch im eigenen Garten hinterm Haus heutzutage auch macht. Eben zur Selbstversorgung und sowas. Es war ganz typisch fürs antike Köln auch und auch weit bis in die Neuzeit, bis fast vor 100 Jahren war auch die Altstadt noch in Köln sehr stark geprägt von Landwirtschaft. Mag es gar nicht mehr glauben heutzutage bei all dem Beton, der Versiegelung, dem Verkehr. Ja, aber war so. Sogar Wein wurde hier innerhalb der Stadtmauern angebaut. Wie gut der geschmeckt hat, das ist natürlich jetzt eine andere Frage. Den Markt? Der war hier rechts. Genau. Da scheint auch alles gut zu sein. Also ich glaube, wir können die Stadt ausbauen. Wunderbar. Das heißt, noch mehr Häuser. Genau. Ab wann kann man die coolen Häuser bauen? Da kannst du mit der Maus einfach auf Insulae klicken und dann wissen wie wir die freischalten können. Ich weiß nicht, ob es das schon in der Demo gab, aber ich konnte damals in der Demo auch nur Streifenhäuser bauen. Aber so ein Insulae würde mich schon mal interessieren. Wobei ich für Köln eigentlich nicht, ich will nichts Falsches sagen, aber bei Köln wüsste ich nicht, dass es Insulae gegeben hätte. Das ist ja eher etwas, was in den wirklich dichten großen Städten war. Also Insulae, für die, die es nicht wissen, das sind wirklich mehrstöckige Mietshäuser. Wirklich so wie unsere heutigen Mietshäuser, natürlich aus anderem Baumaterial, aber eigentlich fast gleich aufgebaut. Ne? Mehrere Wohnungen über mehrere Etagen verteilt. Ja. Wenn ein Domus natürlich ein
einfaches Haus ist und eine Villa Urbana dann wohl das Haus eines Reichen ist, wie das, was am Kölner Dom, also am heutigen Standort des Kölner Doms, so mal gestanden hat, bei diesem prachtvollen Dionysos-Mosaik. Also hier drauf, jetzt wird mir das angezeigt, wir brauchen einfach mehr von den ärmeren Leuten, die für die reicheren und fauleren Leute arbeiten. Genau. Und die Ärmeren müssen zuerst zufrieden sein, damit man sie danach knechten darf mit den von den Reichen. Ja, wie aus dem wirklichen Leben gegriffen, ne? Sagt ihr wahrscheinlich auch jetzt. Wir bauen noch ein paar von den einfachen Gebäuden hier vorne hin. Vielleicht wird es noch erzählt, was man aber auch... jetzt, wenn man es pausiert, sieht man es nicht, verdammt. Ich spule mal ein bisschen zurück und mach mal auf Tonus, damit ihr das sehen könnt. Obwohl, könnt ihr nicht. Mann. Aber da oben in der Leiste, also hier, ich hoffe, es verschwindet mal gleich, könnt ihr auch sehen, dass es verschiedene Bevölkerungsgruppen gibt, ne? Was natürlich auch stimmt. Wir haben im alten Rom oder im römischen Köln hatten wir freigelassen, wir hatten Leute mit dem Bürgerrecht ausgestattet, wir hatten Sklaven und wir hatten natürlich auch sowas wie einen Stadtadel, ne? Im Sinne des städtischen Senats und so. Und die könnt ihr da oben alle sehen. Ich würde euch nochmal gerne hinzeigen und dann ploppt hier das eben auf. Damit man sie danach knechten darf mit den von den Reicheren. Ja, wie aus dem wirklichen Leben gegriffen, ne? Sagt ihr wahrscheinlich auch jetzt. Wir bauen noch ein paar von den einfachen Gebäuden hier vorne hin. Und wir achten wieder darauf, ja, die Brunnen waren ja nicht so teuer, aber wir können trotzdem hier mal eins daneben hinsetzen. Aber es gibt hier auch einen ganz schlank, da kann man entweder, wir machen mal zwei schlanke daneben hier. Spielgeschwindigkeit hoch, vielleicht reicht das ja sogar schon. Jetzt bauen wir am besten noch ein paar Gärten, die hast du unten schon in der Auswahl. Ja. Genau. Ist das Deko, Rasenschneiden oder ist das Lebensmittel? Das ist überlebenswichtig, also ohne die wirst du die ersten... Also ein Ziergarten, das ist erst etwas, was viel, viel später aufkommt. Also Gärten sind immer zur Selbstversorgung. 30 Minuten nicht überleben. Oh lala. Genau. Und die musst du an die Wohngebäude hinbauen. Je länger, desto platzsparender. Wir machen jetzt mal nicht auf Schönbau, wir machen jetzt mal auf Überlebensbau. Min-Maxing. Je größer der Garten auch, wie viel dabei an Nahrung rauskommt. Ja, wenn du auf den Garten klickst, dann... Man kann ja in Städteaufbau spielen auf zwei Arten spielen. Ne? Entweder schön bauen, dass es alles schön aussieht, oder Min-Maxen. Also Min-Maxen bedeutet, die Gebäude so ersetzen, dass man die meisten Rohstoffe bekommt, die beste Zufriedenheit. Hübsch ist dann eine nachgelagerte Kategorie. Ich will auch mal oft gerne schön bauen, aber dann erwische ich mich doch dabei, dass ich am Ende immer auf Min-Maxing gehe, weil ich einfach keine Lust habe, unnötig Platz zu verschwenden oder sowas. Bist du zum Beispiel auf den? Jetzt hat es ein Menü, das über diesem Knopf ist und rechts oben am Menü siehst du Nahrungsproduktion je Woche 2. Alles klar. Also hier unten ist das zu sehen. Ja, genau. Ist ein bisschen klein. Zwei hintereinander geht nicht, ne? Da muss schon der Kontakt zum Haus sein. Ja. Noch länger geht auch nicht. Die drei hier. Rückseite ebenfalls. Na, da bau doch bitte andere. Aber vielleicht die Überschüsse, die haben, verkaufen die dann an andere? Ist es klug, das groß zu machen? Also aktuell brauchst du so viele Gärten, damit du überhaupt überlebst, aber später kannst du die verkaufen, wenn du einen Hafen hast. Okay. Und die Anzahl der Fässer ist so ein Wirtschaftskreislauf. Das heißt, sowas ist unter Umständen... Nee, wir sind bei den Gärten, Entschuldigung. Ja. Würdest du sagen, wir machen einen großen? Ja, ich würde so den G-Garten nehmen, dort mit dem Buchstabe G. Das ist der fetteste. Wow, ja, das sieht cool schön aus. Nicht schlecht. Ja. Ist das Deko, wo die automatische, also diese Mauern, die da entstehen die automatisch? Das ist ein fertiges Modell, also das kommt dann nachher genauso. Okay. Wenn ich dich richtig verstanden habe. So, ja, genau. Na, das kann ich nicht drehen. Ne? Dann nehme ich mal... Nein. Jedes Haus kann aber auch mehrere Gärten machen. Ne? Mhm, genau. Ich mache mal einfach mehrere daneben. Ja, komm. Wir machen einmal in schnell. Das mache ich mit Min-Maxing, ne? Nicht schon, dass es schön aussieht, sondern einfach ballern. Aber falls ihr der Meinung seid, hey, ich würde gerne, dass die beiden vielleicht so gemeinsam, wer weiß, das Spiel noch ein bisschen länger spielen, ich würde gerne noch mehr davon sehen, einfach mal hier drunter schreiben in die Kommentare. Video liken hilft mir auch zu sagen, hey, AWB will mehr davon sehen und beides hilft noch mehr. Ihr habt es gehört,
Das Originalvideo habe ich natürlich in der Beschreibung verlinkt. Geht auf Writing Bulls Kanal, geht unter das Video, was wir hier schauen, und dann kommentiert CCAA for Life oder wir wollen mehr Pax Augusta sehen. So, jetzt gebe ich die Zeit wieder rein. Wo können wir dran sehen, dass die genug zu beißen haben? Oben rechts hast du die Nahrung. Genau. Und da klickst du einfach mit der linken Taste auf das Nahrungssymbol. Hier wird es immer mehr gerade. Oder rechte Taste, ich weiß es nicht aus. Es war die linke tatsächlich. Boah, er soll das auch wissen, ne? Als ob er das Spiel entwickeln würde. Ah, okay. Mhm. Und da siehst du ein bisschen, was wird da gebraucht. Aber jetzt kommt ein Trick und Tipp für alle, wenn du einen Rechtsklick auf das Horeum machst, das hast du beim Fadenkreuz gebaut. Nein, da. Genau, das kleine Gebäude da. Mhm. Und jetzt siehst du den Lagerbestand, weil über Winter wird nichts produziert und da musst du schauen, dass du überlebst. Aber das sieht zurzeit gut aus. Es ist sinnvoll, eventuell frühzeitig mehrere Lager zu bauen. Ja. Aber nicht zu viele, weil die haben eine Verderblichkeit. Also die Römer konnten ja Nahrung nicht ewig lagern. Ja. Genau. Die zweite Mondstufe will ich auf jeden Fall zeigen. Mal gucken, ob wir die mittlerweile auch schon bauen können. Noch nicht. Wir brauchen noch ein paar mehr. Wie viel brauchen wir? 60. Klick mal bitte oben links auf die Zahl 54 im Menü. Ach, hier. Ja, genau. Und da sehen wir, wir haben keine Wohnplätze mehr frei. Alles klar. Das heißt, hurt ich noch ein paar Gebäude mehr daneben und einen Brunnen auch noch. Ich setze erstmal die Gebäude hin und drehe die Spielgeschwindigkeit brutal hoch. Wir machen wieder mal ein paar schlanke, einfach weil wir dann mehr Leute unterbringen können. Genau, die müssen halt genau so. Einen Brunnen daneben. Du bist schon Pro-Spieler, ich merke, du hast das völlig im Griff. Ja, das weiß ich sehr zu schätzen, dass du das sagst. Das klingt ein kleines. Also auch diese ganzen Sachen mit hier, du kannst rechts klicken, um zu sehen, wie viel Nahrung die brauchen, was produziert wird und so. Das habe ich alles damals in der Demo nicht beachtet. Ich wollte einfach nur so schnell wie möglich bauen. Und ich hätte mich vielleicht in der Demo ein bisschen mehr mit dem Gameplay beschäftigen müssen. Aber vielleicht kriege ich ja nochmal die Chance vor Release. Das nochmal auszutesten. Ist ein bisschen übertrieben, aber ich versuche es mal trotzdem zu glauben. Oh, man kann sogar sehen, wie die Radien sich überschneiden. Überschnittene Radien führen auch nicht dazu, dass die Leute doppelt so viel Wasser trinken und doppelt so glücklich sind, denke ich mal. So, das könnte rein. Ach, komm, wir einmal hier hin. Und jetzt kommen gleich die schickeren Häuschen daneben hin. Wir werden gleich freigeschaltet, ein bisschen über Zeit, vierfache Spielgeschwindigkeit. Wie viele Leute haben wir? Ja. Der Brunnen ist noch nicht fertig. Alles klar, da ist er gleich da und dann kommen die Stufe 2 Gebäude. Jetzt bauen wir doch kurz die Straße noch um vor diesen Häusern. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Feldweg weg und bauen Ah, du hast sowas von recht. So viel zum Thema, WB ist ein Pro-Gamer. Einmal abreißen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Er ist ein Pro-Gamer, also. Hey, was ist mit den Straßen? Der Writing Bull, nur so als kurzer Hinweis, der streamt ja auch Civilization in der allerhöchsten Schwierigkeit. Ja, das hab ich riesen Respekt vor. Ich spiele Civilization eigentlich eher, um zu entspannen und nicht um ständig Angst zu haben, dass mir jemand einen Atombomben auf den Kopf wirft, während ich noch im Mittelalter stecke. Einmal hier rein. Einmal hier langziehen, einmal sagen, das war's. Spielgeschwindigkeit weiterhin bei vierfach. Gleich sind sie fertig, da sind sie fertig. Und wir haben mittlerweile 57 Leute. Ich glaube, 60 brauchen wir, ich bin gar nicht ganz sicher. Da sind die 60. Und ja. Da ist in dem Augenblick, ploppt es auf. Wir können jetzt ein paar einfache Häuser bauen. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil die kannte ich auch nicht, glaube ich. Der Peregrini. Das klingt wie eine italienische Nudelsorte, aber eigentlich weiß Roger, und er sagt es uns auch jetzt, was waren das für Leute in der damaligen Zeit? Peregrini waren Ausländer, also nicht römische Bürger. Das ist ganz ein kompliziertes Thema, aber es sind Ausländer.
Also das heißt aber, das ist anders als bei uns. Also die wuchsen auf in dieser Gegend, aber sie haben nicht das römische Bürgerrecht gehabt. Eben. Ja. Mit anderer Weise formuliert. Das beschreibt, vielleicht sagst du jetzt Rutting Bull nochmal, aber so gesehen wirklich, Peregrini sind Ausländer, aber es muss nicht heißen, dass die Ausländer sind. So. Das sind einfach Menschen, die nicht das römische Bürgerrecht haben und noch nicht erworben haben. So, das hat ja mehrere Kategorien und so. Im römischen Köln zum Beispiel haben sehr, sehr viele Peregrini gelebt. Später dann, in der Spätantike, ist es dann unerheblich geworden. Wie gesagt, das Spiel spielt ja in der augusteischen Zeit, so mit Tiberius und in der Zeit des Kaiser Tiberius und so weiter. Wir sehen hier die frühkaiserliche Epoche. Ja? Aber in der Spätantike ist es ja sowieso obsolet geworden. Da hat dann ein Kaiser, frag mich bitte gar nicht wer, das habe ich ein bisschen vergessen nach ein paar Jahren, der macht ja dann alle Einwohner des Römischen Reiches zu römischen Bürgern. Und damit entfällt diese Frage auch. Wir sind ja eigentlich im Ausland und wir kommen hier neu hin. Wir sagen aber, wir sind die Inländer. Genau. Diejenigen, die woanders her dann wiederum hier hinkommen oder auch die Leute, die hier leben und Einheimische sind, sind für uns Ausländer. Also Genau. Hier nicht, ne? Ist ja auch nicht viel anders verrückt als heutzutage. Das war ein allererster kurzer Einblick ins Spiel. Schreibt gerne drunter, was ihr davon haltet. Drunter in der Textbeschreibung auf YouTube. Link auf die Steam-Shop-Seite, Wishlisten hilft und eventuell Follow. Hilft Roger bei der Sichtbarkeit fürs Spiel, hilft euch, um mehr Infos zum Spiel zu bekommen. Schreibt gerne rein, ob ihr weitere Infos haben wolltet. Abo ploppt jetzt auf, Patreon-Seite ploppt auf, Glocke könnt ihr klicken, damit ihr viele andere spannende Videos mit Entwicklern möglicherweise nicht verpasst. Vielen Dank an Roger und vielleicht ja bald, falls ihr schreibt, mach mal bitte noch mehr Videos hier. Danke an Roger. Danke vielmals, Daniel. Ja, und damit endet auch unser Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe eher ein bisschen neugierig zugeschaut. Ich möchte damit Writing Bull, aber natürlich auch Rogers Projekt ein bisschen verbreitern, vergrößern. Es bekannter wird, folgt beiden gerne. In der Beschreibung sind deren Accounts verlinkt. Folgt den beiden bitte gerne. Wishlistet das Spiel Pax Augusta auf Steam. Das kostet euch kein Geld, aber hilft ungemein bei der Weiterentwicklung dieses Spiels. Ich freue mich drauf und Roger, falls du es hier mal sehen solltest, du hast ja auch viel zu tun, aber falls du das mal hier mal reinschaust und das hier siehst, vielleicht hast du ja mal Lust, das gleich mit mir auf Twitch zu machen, dass wir uns mal das Spiel für 20 Minuten schnell anschauen. Ich kann mich, glaube ich, auch inzwischen ganz schnell durch das Spiel durchklicken. Die Demo habe ich ja in dem Zeitraum, wo sie verfügbar war, sehr intensiv gespielt. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr mich mal live sehen wollt, Twitch ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Dieses Video war jetzt nur für YouTube produziert. Vielen Dank fürs Zuschauen und Mardetjot.